herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgehakt. Mein Name ist Robin Illner und heute möchte ich gerne mit dir zusammen das Thema besprechen, was ist eigentlich das beste Rig im Fluss? Wie sieht's aus und wie lange sollte so ein Rig sein? Grundsätzlich wird ja immer gesagt, im Fluss angel ich eher längere Rigs. Das lese ich ganz oft, das höre ich auch ganz oft, aber die Frage stellt sich, warum ist das eigentlich so? Warum soll ich das tun und stimmt das denn überhaupt? Ich möchte die Antwort schon fast vorwegnehmen. Ich bin der Meinung, dass das nicht so ist. Es gibt für mich auch keinen plausiblen Grund, warum die Riglänge im Fluss länger sein sollte als beispielsweise in einem See. Karpfen fressen unterschiedlich. Das tun sie in Flüssen genauso wie in Seen. Das liegt einfach daran, dass Karpfen teilweise anders sozialisiert sind. Das liegt aber auch daran, dass Karpfen unterschiedliche Nahrungsressourcen eben nutzen. Zu diesem Thema habe ich eine andere Abgehakt-Folge gemacht. Wie fressen Karpfen? Die Riglänge im Fluss, naja, die ist bei mir meistens ein relatives Standard-Rig von ungefähr 20 cm Länge. Ich habe auch schon mit 15 oder mit 25 cm geangelt. Also alles so zwischen 15 und vielleicht 25 cm. Was ich aber selten im Fluss mache, sind so Riglängen von 30, 35 oder 40 cm. Warum ist das so? Ich möchte eins bewirken. Wenn der Fisch den Köder aufnimmt und damit wegschwimmt, also sich dann quasi gegen das Gewicht des Bleis selber hakt, dann sollte der Weg ja möglichst kurz sein. In Flüssen ist der Boden oft hart. Nicht in allen Situationen, aber in vielen. Auf die Spezialsituation gehe ich gleich noch ein. Gehen also von der Standardsituation aus, wir haben einen relativ harten Boden. Der Köder liegt also auf dem relativ harten Boden sehr sauber auf. Der Fisch kommt an, kann den Köder entweder ansaugen oder stülpt eben drüber und nimmt den Köder dann auf. Das bedeutet ja automatisch, dass er auch schnell im Schlund vom Fisch drin ist. Und dann geht er damit zurück mit dem Kopf oder dreht sich zur Seite und dann will ich ja eins, dass der Fisch sich schnell eben auch hakt. Es macht also für mich überhaupt keinen Sinn, ein ganz langes Vorfach von 40 cm zu nehmen, weil der Fisch ja dann erst noch ein bisschen Anlauf nehmen müsste, bis zack, er sich selber hakt. Die Zeit hat der Fisch aber schon, um zu merken, hier stimmt was nicht. Da ist ein Haken dran, da ist vielleicht eine Schnur dran, ein Vorfach und spuckt den Köder eben aus, bevor er eben überhaupt das Blei die Chance bekommt, den Fisch mit seinem Gewicht zu haken oder der Fisch eben in das schwere Bleigewicht reinschwimmt. Also für mich ist das Quatsch. Ich verwende keine extra langen Rigs im Fluss. Meine Rigs an sich sind aber im Fluss relativ einfach gewählt. Warum ist das so? Ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Fische von unten kommen. Ich kenne Flusssysteme, da bekomme ich die Bisse immer auf der untersten Route, wirklich zu 95%. In anderen Flüssen ist es ein bisschen anders, aber man kann grundsätzlich sagen, die Fische kommen oft von unten. Das heißt, die schwimmen also gegen die Strömung. Und das bedeutet automatisch auch, wenn hier das Blei liegt und die Strömung kommt von da, wird immer mein Köder in dieser Richtung liegen. Der Fisch kommt also hoch, nimmt den Köder auf und schwimmt dann mit dem Köder oft, nehmen die ja auf und kommen dann hoch und haken sich. Das ist ja eigentlich so der Sinn, der dahinter steckt. Und das bedeutet ja schon mal per se, dass ich dafür ein kürzeres Rig eben auch brauche und vor allen Dingen auch ein einfaches Rig angeln kann. Ich brauche keinen Rig, wo noch irgendwie langer Schlauch dran ist, wo noch 5 Perlen dran sind. Ganz oft benutze ich im Fluss einfach durchgebundene No-Knots. Das heißt also ein White-Gap-Haken, wo ich unten mir ein Haar dran binde. Dann mache ich meinen knotenlosen Knoten und dann schlauft ihr ihn durch das Öhr wieder durch. Ab und an verwende ich auch mal einen Kicker, der da drauf ist, gerade wenn ich einen schweren, bodenschweren Köder habe, wie einen dicken Boilie zum Beispiel. Der sorgt dafür, dass der Haken noch mal ein bisschen dreht. Das funktioniert mit leichteren Ködern oft gar nicht. Also zum Beispiel leichteren Köder wäre in dem Fall zum Beispiel einfach nur 2 Tigernüsse. Die sind nämlich unter Wasser sehr leicht. Oder ein Pellet, der ist unter Wasser auch sehr leicht. Da funktioniert dieser Hakeffekt oder dieser Dreheffekt überhaupt gar nicht richtig gut mit einem Kicker. Und da nehme ich einfach durchgebundene No-Note-Rigs. Das klappt total gut. Welches Vorfachmaterial benutze ich für die Flussangelei? Ich bin kein Fan von total harten Vorfächern im Sinne von durchgebundene Fluorocarbon oder durchgebundenes Nylon. Was ich aber ganz oft mache, ist, dass ich ummanteltes Vorfachmaterial verwende in einer Stärke von ungefähr 30 bis 35 Pfund. Da ziehe ich mir unten ein ganz klein bisschen von der Ummantelung ab, sodass sie eben gerade über dem Hakenöhr die Ummantelung noch weg ist und der Rest dann aber relativ
relativ steif ist mit der Ummantelung. Warum tue ich das? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich möchte, dass das Vorfach linear unten in einer Geraden am Boden liegt. Der Fisch kommt ja oft mit der Strömung. Also soll das Vorfach auch in einer Geraden liegen. Das ist mit einer Ummantelung einfach. Ich kann mein Rig eben binden und dann einfach mit dem Notepuller einmal strecken und dann ist es auch wirklich gerade. Der zweite Grund ist, ich habe Strömung und ich möchte nicht so weiche Materialien verwenden, die durch die Strömung möglicherweise noch verwirbelt werden, wo der Haken dann irgendwann nicht richtig liegt. Oder eben auch die unzähligen Kleinfische, die ich im Fluss habe. Kleine Rotaugen, kleine Döbel, mal ein Hasel, der da auch bei ist. Oder mal kleinere Barben, dass die eben mein Vorfach verwickeln können. Das gleiche gilt auch für die Krebse, die ich auch im Fluss eigentlich immer habe. Also Vorfachmaterialien, die semi-stiff sind. Also nicht ganz steif, aber schon semi-stiff mit einer Ummantelung. Das ist so im Großen und Ganzen quasi mein Rig. Also relativ einfaches Rig und ein Rig mit einer Standardlänge. Wie lang das jetzt wirklich ist, ob ich jetzt eher 15 cm oder 25 cm verwende, das hängt tatsächlich auch von meinem Köder ab. Wenn ich eher größere Köder verwende, wie zum Beispiel ein Boilie, vielleicht in der Größenordnung von 24 mm oder einen ganz dicken Pellet, dann verwende ich oft größere Haken und dann mache ich auch mein Rig ein bisschen länger. Das ist dann eher so in der Länge von 20 bis 25 cm. Ich habe immer den Eindruck, dass gerade, wenn ich einen großen Köder habe, der Fisch den großen Köder erstmal ein bisschen weiter ins Maul kriegen muss, damit er sich richtig hakt. Und da habe ich für mich so das Gefühl, oft spielt ja auch das Gefühl eine wichtige Rolle einfach. Ne? Fühle ich mich mit dem wohl, was ich mache? Habe ich mit dem Vertrauen, was ich da gerade mache? Und da ist es dann so, dass ich meine Rigs eher ein bisschen länger wähle. Auf der anderen Seite, wenn ich kleine Köder verwende, als Beispiel, verwende ich dann eine einzelne Tigernuss mit vielleicht einem Gummimaiskorn. Dann wähle ich meine Riglänge ein bisschen kürzer. Da habe ich oft nur 15, 18 oder manchmal auch 20 cm, aber oft nur so 15 bis 18 cm. Ich den Eindruck habe, dass halt ein Fisch einen kleinen Köder schneller und tiefer eingesaugt bekommt und ich dann eben eher mit einem kurzen Vorfach eher halt den Hakeffekt auch bekomme, wenn der Fisch den Köder hochnimmt, sich wegdreht und dann gegen das Blei eben dann auch selber hakt. Das sind meine Erfahrungen, was die Riglänge anbelangt für die Flussangelei. Im See ist es völlig anders. Wir sprechen jetzt hier wirklich nur über die Flussangelei und auch dann wirklich über die richtige Flussangelei irgendwo in der Strömung, wo ich schon richtig Flusscharakter habe. Nicht unbedingt dort, wo ich in einer Stelle angele, an einem Fluss, wo ich eher Seecharakter habe. Zum Beispiel vor riesengroßen Wehranlagen, Stauanlagen, wo das Wasser quasi steht. Da verwende ich tatsächlich andere Rigs, aber bei der richtig klassischen Flussangelei sind das meine Rigs. Welche Rigs verwendest du? Wie gehst du vor? Ich bin gespannt. Schreib es in die Kommentare, lass uns teilhaben an deinem Wissen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge von Abgehakt.